So, meine Lieben, seid gegrüßt. Heute kommen die letzten vier Horoskope zu der Sonnenfinsternis am 1. September. Die Magie der Sonne und dem Mond. Der Schütze. Er wird umgeben von großer Unruhe. Am liebsten würde er alles hinschmeißen und von vorne anfangen. Davor sollte er sich bewahren und nicht voreilig zu Konsequenzen greifen und einen Schlussstrich ziehen. Es wird sich alles regeln, ohne besondere Anstrengungen. Es ist möglich, dass er ein neues Geschäft in eigener Selbstständigkeit macht. Aber er wird sich auch neu verlieben. Er sollte an seinem Selbstvertrauen arbeiten, das zurzeit im Verborgenen liegt. Hier ist das Vertrauen an sich selbst gefragt. Von seinem Umfeld erhält er jegliche Unterstützung. Der Steinbock. Er wird in dieser Woche alles gewinnen, was er sich vornimmt. Kein Grund zur Verzweiflung. Er sollte seine Gefühle nicht verdrängen und nicht davonlaufen und keine Angst vor neuen Enttäuschungen haben. Ein besonderer Mensch wird ihm das Glück in sein Leben bringen. Vielleicht ist es jemand, den er bereits kennt. Der Wassermann. Er wird die Sonnenfinsternis mit neuen Gefühlen und Energien erleben. Der Wunsch nach Freunden erfüllt ihn mit großer Sehnsucht. Menschen, von denen er sich verstanden fühlt. Bei ihnen will er daheim sein, denn von allen anderen wird er sich trennen. Sein Leben verändert sich und er kontaktiert Menschen, mit denen er bislang eine große Distanz hatte. Neue Menschen im Beruf und Freizeit werden ihm neue Wege gehen lassen. Seine finanziellen Probleme und Sorgen erledigen sich von selbst. Das macht ihn zu einem glücklichen Menschen. Fische. Sie befinden sich in herausragender Opposition, was sie allerdings beflügelt zu neuen Veränderungen. Sie nehmen ihr Leben eigenständig in die Hand, ohne sich reinreden zu lassen. Sie wissen, wie sie aus ihren finanziellen Problemen herauskommen. Daran arbeiten sie, zielgerecht und erfolgreich. Mit großem Selbstvertrauen wird das gelingen. Sie werden und sie nutzen den Erfolg der Stunde. Beruflich werden Fleiß und gute Leistung sehr geschätzt. Sie werden ein erfülltes Leben erlangen, wenn sie sich von anderen nicht beeinflussen lassen. Eigene Entscheidungen sind hier gefragt. Das waren sie nun. Alle 12 Sternzeichen. Vielleicht ist es hilfreich für euch. Ich hoffe es sehr. Teilt es mir mit. Und dafür sage ich schon mal herzlichen Dank, Deria.